musikalisch. Ich sitze hier mit dem Matthias Wurm und der hat einiges musikalisch am Start. Ja, hi Matthias. Hey Dennis. So, ich habe gerade noch mal hier geguckt und ich habe gesehen, du hast ja wirklich alle Hände voll zu tun, offensichtlich mit deiner ganzen Gitarrenarbeit. Magst du mir was zu den einzelnen Geschichten und Projekten erzählen, die du da in den Händen hast oder wo du dich händisch mit Ja, beschäftigst? gerne. Soll ich einfach mal losschießen, ja, die aktuellen. Also das eine, was ich auch an dich geschickt hatte, The Never Have-Beens, ist so ein musikalisches Projekt mit Leuten, die ich schon länger kenne. Einfach viele Ideen von mir, ich habe früher viel Rock-Metal-Zeug gehört von, was weiß ich, Dream Theater bis was weiß ich wohin. Also dieses, ja, ne, dieser ist schon ein bisschen, ich zeige, was ich kann, aber eigentlich hört es keiner an. Ja, so verkauftes, Ja, genau. träumerisches Zeug. Ich höre auch viel Pop, Genau, von ja. daher. Und da waren noch viele Ideen von damals, aber wirklich querbeet. Also da sind auch Irish Folk Songs und irgendwie ist spanischer Bossa dabei. Wir haben einfach querbeet gemacht, aber das Hauptding ist trotzdem Metal-Zeug. Und da waren einfach so viele Ideen, dass ich angefangen habe, die aufzunehmen, habe es rumgeschickt an die, kennst du ja über die Jahre viele Musiker, wer hat Bock drauf? Und da ist immer jemand dabei, der irgendwie Lust hat. Und das ist über die Corona-Zeit entstanden, aufgenommen alles und ist jetzt auch fertig. Das kommt jetzt so nach und nach, ein Song nach dem anderen. Dann habe ich noch ein Akustikprojekt, das ist so eigentlich ursprünglich so dieses typische Geldverdienen-Projekt, Spieler auf Hochzeiten, Firmen feiern und sonst wo, ein Duo. Und ich bin ja Berufsmusiker, muss halt gucken, ne, wo die Asche dann auch herkommt. Und Corona war da auch irgendwie nix. Und Auftritte mehr, alles aus. Ist ja klar, wie es bei Musikern da gerade aussieht. Und dann war da auch die Idee, hierfür Songs zu schreiben. Und da ist auch ein ganzes Album am Ende bei rausgekommen, was mehr so akustisch und ja, so ein bisschen rockig, aber auch viel akustisches Zeug. Und die dritte Sache, Jezebel's Tower, also diese Sache heißt Notes from the Living Room, also langer Name. Und die dritte Sache ist eine Band, die heißt Jezebel's Tower. Das ist eigentlich eine Band aus den 90ern irgendwie. Da hatte ich früher mit denen schon gespielt und da waren noch so viele Songs übrig, dass man die jetzt auch einfach mal auf Album getragen hatte. Und die Band, die war damals, na, sagen wir mal nicht groß, aber da war ein bisschen mehr los. Also da war irgendwie Rockgruppe von Iron Maiden auf dem Monsters of Rock und was weiß ich so Geschichten. Das war natürlich so, was so eine Classic-Rock-Band, sage ich einfach mal. Und da waren auch so zwei, drei Balladen dabei und einer hat es dann tatsächlich auch mal ins Radio geschafft, ein paar Wochen lang und so. Ist ja oft so wie bei, was weiß ich, Whitesnake, ne? Das sind ja die paar Balladen, die immer wieder im Radio laufen. So war es natürlich nicht, aber man kennt es ja, dass diese Classic-Rock-Bands meistens oft nette Balladen schreiben. Und da war es Ja. auch so. Jetzt auf dem Album sind aber wirklich nur so ja, Classic-Rock, ein paar kleine vertrackte Sachen. Und das ist aber noch am Aufnehmen. Also die Gitarre-Tracks sind alle aufgenommen. Da fehlt jetzt noch ein bisschen, da ist ein Keyboarder dabei, fehlt ein bisschen Keyboard und noch die Chöre für den Background. Und dann wird es aber dieses Jahr auch fertig. Also da muss ich sagen, Fluch und Segen mit Corona, aber in dem Fall, ich hätte es nie geschafft, in 10 Monaten drei Alben irgendwie aufzunehmen im normalen Musiker-Tagesgeschäft. Und da war das jetzt irgendwie, also ich bin selbst fasziniert, was da alles passiert ist und hoffe natürlich auch, dass viel angehört wird. Das ist ja die andere Sache, aber Spaß Ich gemacht hat es trotzdem. hoffe auch einfach, dass nach der ganzen Corona-Nummer, dass das dann halt auch wieder richtig losgeht und dass dann halt die Leute halt auch richtig Geld machen mit dem ganzen Kram, den sie da aufgenommen haben. Ansonsten ist es ja wirklich nur ein bisschen Beschäftigungstherapie in melodisch. Und Genau. das soll es ja besonders für Berufsmusik ja nicht sein. Ne? Da muss da ein bisschen was rumkommen. Ja, das ist alles ein bisschen. Ja, tragisch und kocht auch gerne mal wieder hoch. Ich versuche mich da nicht mehr allzu viel mit zu beschäftigen, sonst werde ich irgendwann wahnsinnig. Ja, das ist aber wirklich so. Da bin ich voll bei dir. Und auch meine ganzen Berufsmusikerkollegen, denen geht es ja nicht anders von klein, von Unterricht bis hin, die Leute, die viel touren, die ich da kenne, die haben ja alle das gleiche Problem. Da sind die mit dem Unterricht
aktuell sogar noch besser dran, weil die halt auch online unterrichten können. Die Tourmusiker, bei denen ist gar nichts mehr. Es gibt tatsächlich ein paar Softwaregeschichten, die sind extra dafür gemacht, dass Musiker online halt proben können zusammen. Habe ich aber letztens auch erst das erste Mal was von gehört, irgendwie Jamba, ich weiß nicht mehr, wie er ja, 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 ist. Das habe ich auch schon mal gesehen, habe es noch nicht ausprobiert, aber ich kenne Leute, die damit arbeiten. Aber die, ich meine jetzt die Tourmusiker, wie ein Schlagzeuger, den ich da kenne, der da viel Touraufträge hat, der verdient seine Kohle halt nur, wenn es halt rausgeht. Der hat so viele Aufträge halt im Normalfall gehabt, dass er keinen Unterricht mehr gibt. Und für den sieht das echt mau aus seit 12 Monaten. Ne? Das muss man erstmal irgendwie aushalten. Ja, ich meine, wir können alle froh sein in der Metal-Szene. Also ich bin jetzt kein Musiker, aber so als Musiker kann man, sag ich mal, froh sein, dass es nicht mehr so ist wie vor 30 Jahren. Wo halt wirklich, da konnten einfach viel mehr Leute richtig Geld verdienen damit. Die haben halt davon gelebt. Damals konnte man noch richtig reich werden und halt irgendwie wirklich, ja, halt einfach Tag ein, Tag aus Musik machen, musste niemals irgendwie halt so ein vernünftigen Job überhaupt erlernen oder ergreifen. Und heutzutage ist es ja eher so, dass sowieso jeder Musiker nebenher noch einen Job hat oder zwei, damit er halt irgendwie wirklich immer Kohle reinkriegt. So, wenn diese Umstellung nicht gewesen wäre, dann wird das echt noch viel schlimmer aussehen. Ja, ja. Also du spielst in drei Bands nur? Ich dachte, hab ich da nicht tatsächlich sogar noch eine vierte gesehen? Moment. Ich habe gesehen, Nose from the Living Room, Mask and the Guitar Cat. Es gibt so eine Coverband halt, so die, wo keine eigenen Sachen gemacht werden. Halt dieser typischen Cover-Auftritte von Kerbe bis was weiß ich wohin. Top 40. Ja, yeah, Top 40, die Jobs, so die typischen von Top 40 von Billy Idol bis was weiß ich wohin, was halt so dabei ist. Was die Leute ja, so das, hören, damit sie hingehen. wenn das alles nicht so tragisch und nicht so gefährlich wäre, könnte man ja auf Demos spielen, ne? Aber ja, genau, ja. Das funktioniert ja auch nicht so richtig. Aber so einer Supermarkteröffnung vielleicht. Genau, aber dann auch wieder mit Abstand, ne? Dann, wenn du dazu so eine große Coverband, wo dann viele Leute dabei sind, also nicht nur die Standardbesetzung, wenn du 7, 8 Leute hast, dann ist schon wieder schwierig. Ich hatte letztens, da habe ich mir gedacht, ey, wie die Beatles einfach auf dem Dach stellen, weißt du? Aber das Problem ist ja, die Leute bleiben dann stehen und dann ballt sich das und so weiter, ne? Du müsstest also praktisch im Prinzip dich auf ein Dach stellen, einen Song spielen und dann direkt aufs nächste Dach. Genau, genau. Das stellt einen dann doch ein bisschen vor logistische Probleme. Ja, ich habe da so einen Drum-Kollege, der macht das alle 2, 3 Wochen auf seinem Balkon irgendwie mit 3, 4 Leuten, Balkonmusik. Und unten stehen da die Leute mit Abstand, bauen ihre Grills auf und so, völlig bizarr, aber irgendwie scheint es da zu gehen. Aber es ist halt nur, dass er was macht, da bleibt ja hier nichts hängen. Ne? Ja, klar, ja, aber ja, ich bin bei jeder Grillparty dabei. Also. ja, was hat dich eigentlich zur Musik geführt ursprünglich? Ganz ursprünglich so als, ne, als kleiner Junge wollte ich mal Schlagzeug lernen. Und dann war ich auch auf der Volkshochschule und da hat er gemeint, wer Schlagzeug lernen will, muss erstmal ein Jahr Klavier lernen. Das ist heutzutage nicht mehr so, damals so eine alte Schule. Irgendwas, was ich, Noten lesen oder was, keine Ahnung. Und dann habe ich gesagt, nee, das finde ich irgendwie scheiße, will ich lieber Gitarre lernen. So kam ich zur Gitarre. Ja. Ja, so. Und ja, irgendwie bin ich da immer dabei geblieben, hat so mein Spaß, mal mehr, mal weniger, wie es halt so als Kind und Teenager ist. Und dann hat mich mal ja, also richtig gepackt und habe einfach einen coolen Lehrer dann irgendwie gehabt und habe viel geübt und bin dann in so eine lokale Metal-Band da mal reingerutscht und wie alt war ich da? 16 oder so. Mit 17 waren wir dann auf einmal damals Vorgruppe von Blind Guardian bei irgendeinem Imaginations from the Other Side Konzert und es war als 17-Jähriger für mich halt, boah, leck mich am Ärmel, der Hammer so, ne? Und dann bin ich da von einer Band in die andere irgendwie reingerutscht und dann habe ich gedacht, na, ob das auch beruflich geht und habe mich dann da am Münchner Gitarreninstitut beworben, muss halt so eine Aufnahmeprüfung machen, das hat dann geklappt und bin dort dann hin zum
zum Studium und danach habe ich gedacht, da muss man noch was dranhängen. Das ist wie, eher wie so ein einjähriger Hardcore-Intensivkurs. Habe dann geguckt, wo so meine ganzen Guitar Heroes sind und herkommen. Du hast ja dann so Vorbilder, irgendwie Steve Vai, was weiß ich, wie sie heißen, Paul Gilbert, Joe Satriani, diese ganzen 80er, 90er Guitar Heroes damals auch. Und naja, dann habe ich mich an diesem Los Angeles College of Music beworben, da in Los Angeles, und habe dann auch die Aufnahmeprüfung da gemacht und bin dann darüber. Und als ich dann da drüben war, ist halt eins zum anderen gekommen, wie es dann so oft ist. Und habe dann knapp 10 Jahre, bis mein erstes Kind kam, hauptsächlich als Vorführer auf Messen, also so Musikmesse Frankfurt, sagt ihr bestimmt was. Und Ja, die klar. NAMM Show da, NAMM Show in LA und überall Nordamerika und Europa hauptsächlich diese ganzen Produktdemos gespielt für eine Washburn Gitarren und Randall Verstärker. Das ist eine Ami-Firma für, ja, ist meistens so im Metal-Bereich unterwegs gewesen. Und habe da diese ganzen, an den Ständen da die Demos gemacht. Für die Vertriebe als auch für die Kunden. War eine coole Zeit, dass halt auch immer die Leute so kennengelernt, die bei denen halt Endorser waren. Von, was weiß ich, Disturbed bis Extreme war immer eine coole Zeit. Von, was weiß ich, Drowning Pool bis, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Also damals waren die halt in den USA schon eine Nummer und so. Und da war ich für die viel unterwegs. Und dann habe ich gar nicht so arg viel Bandzeug gemacht, weil ich laufend rumgetingelt bin eigentlich deswegen. Warst ja wirklich viel oft unterwegs und oft im Ausland. Und ja, wo dann irgendwie ja, der erste Nachwuchs kam, ich dachte, das ist irgendwie nichts, wenn die Kids da sind und du da mehr im Flugzeug und was weiß ich, wo sitzt, als da bist. Und dann hatte ich mich da einfach umorientiert, habe angefangen, Unterricht zu geben, dass ich hier irgendwie 2 Tage gebe ich Unterricht in einer Musikschule hier um die Ecke, dass ich da einfach öfters zu Hause bin und dann halt diese ganzen Bandjobs, die dann aber lokal einfach sind. Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht für jeden Auftrag irgendwo hingehen würde, aber halt nicht mehr wochenlang. Das war dann eher ein Problem für Family Life. Und habe mich dahingehend mehr auf Bandmusik wieder umorientiert und nicht so viel Solo-Zeug gemacht. Ja, also ich finde es auch besser, wenn man sich da relativ fix entscheidet, ne, so als wenn man dann erstmal ein paar Jahre auf Tour geht und dann merkt, so, ja, okay, ich habe jetzt die ersten 5 Jahre von meinen Kids verpasst, so. Da ist es besser zu sagen, oh nee. Ich möchte das mitkriegen und dann mache ich da lieber was anderes so. Wir sterben ja nicht alle irgendwie von heute auf morgen, heißt, wenn die Kids aus dem Haus sind und dich packt es nochmal, hast du ja immer noch die Möglichkeit zu sagen, komm, ich spiele jetzt nochmal Gitarre in einer Band und ich gehe auf Tour und mein Gott. Ja, genau. Ja, so ist das. Ja. Und ein ausschlaggebender Punkt damals war, da hatte ich einen Job in Mexico City und war gerade auf dem Rückflug, und dann ist damals dieser Vulkan da ausgebrochen. Und dann ist das Flugzeug umgedreht auf Island. Okay. Und dann waren 4 Tage Mexico City, wurden dann 3 Wochen. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, irgendwie, nicht nur wegen dem, aber das Ganze, weil danach war ich dann wieder 1 Woche, wo waren das, weiß nicht, Toronto oder sowas, hin und her, und habe ich gedacht, das ist nichts. Da war die Frau halt irgendwie schwanger und so, habe ich gesagt, nee, das musst du irgendwie umstellen. Das ist kein, wenn du dann so an einer Stelle festsitzt, bist nicht zu Hause und es geht nichts vorwärts, rückwärts, dann fängst du halt mal an, wie wenn du laufen was zu tun hast. Ist ja dann doch anders. Dann lässt das halt mal durch den Kopf gehen. Hast du gedacht, naja, okay, ist das das, was du willst oder nicht? Und dann war das das. Aber ich bin trotzdem happy, so wie es ist. Ja, ich meine, du verdienst Geld mit der Sache, die du liebst, ne? Da können nicht allzu viele Leute von sich behaupten. Ich meine, wenn ich jetzt hier Geld machen würde mit meinem YouTube und mit dem ganzen Kram, den ich so nebenher mache, das würde ich auch ziemlich cool finden, aber die Chancen stehen nicht allzu gut. Ja, das ist hart und manchmal kann man es auch nicht verstehen, was da viele Klicks hat und nicht, ne? Dass sich auf die Ja. Suchmaschine das spezielle Wort gefunden hat. Oder Ja, was ist das? du musst halt einfach super viel Sitzfleisch haben, ne? Das ist halt ganz wichtig. Und hochauflösende Bilder, egal was für Bilder du da reinpackst, ne? Ob du jetzt irgendwie ein Bild von einer Torte reinpackst, von einer CD oder von dir oder einer scharfen Ollen, Hauptsache die Auflösung stimmt. Da gibt es echt Leute, die sagen so, ja, das finde ich aber kacke, weil das nicht richtig gut aufgelöst ist. Und dann benutzt du halt deine Hashtags und all so ein Quatsch und dann passt das schon irgendwie. Aber du brauchst halt wirklich Geduld. Ja, ich glaube, Und manchmal gibt es auch, ich habe einen Kumpel, der hat so einen Zufallstreffer gelandet. Der hat nur irgend so eine Scheiß mit seinem scheiß Handy da irgendwie, filmt er mal hier und da, und da war auf irgend so einem Filmfestival, hat er was gefilmt.
von irgendeiner Show, die da war, hat die reingesetzt, er hat jetzt seinen silbernen YouTube-Stern da gekriegt letztes Jahr, über 100.000 Abonnenten. Weil da war irgendwas drin, was irgendwen aus Indonesien interessiert. Er hat ganz viele Leute aus Indonesien, die seinen Channel angucken. Er weiß gar nicht warum, weil er filmt eigentlich sonst immer nur so, weil er irgendwo in Urlaub ist. So. Und da hat er alles nur 2.000, 3.000 Hits, aber dieses eine Video hat 50 Millionen Hits oder so. Und er kann sich's gar nicht erklären. Er hat irgendwie den richtigen Suchbegriff eingegeben für die YouTube-Suchmaschine, wie auch immer. Da ist viel Glück mit drin, ja. Dann ist dieser Channel explodiert und hatte es gar nicht vor. Also es ist total verrückt, ne? Also gerade so die andere Seite hat sich, da gibt sie schon Mühe, aber ich glaube zu dem Zeitpunkt nicht so wie jetzt, ne? Und es hat einfach Boom gemacht. Da geht's auch, es geht Justin unfassbar gute Bieber-Style. Leute. Ja, das stimmt, ja. Das ist verrückt. Also da guckst du Videos an und denkst dir nur, mein Gott, ey, wie viele Stunden hast du in dieses eine Video, was 10 Minuten geht, investiert? Und bei mir ist das so, ich versuche halt dazu zu sehen, dass die Auflösung stimmt und mache halt einfach das, wo ich Bock drauf habe. Weil das macht keinen großen Sinn, dass ich jetzt hier irgendwelche Spielereien und Sperenskis anfange. So. Dafür habe ich gar nicht die Zeit und habe ich auch gar keinen Bock drauf. Naja, ich glaube, es ist auch immer gut, wenn man sich ehrlich selbst gegenüber bleibt und die Sachen so macht, wie man es, wie es für einen okay ist. Und was dann passiert oder nicht, das sieht man ja dann. Ja, gut, du kannst deinem Glück natürlich auf die Sprünge helfen, indem du halt bestimmte Voraussetzungen immer wieder erfüllst, ne? So viele Hashtags wie möglich, oder jetzt bei YouTube sind es halt diese durch Komma getrennten Tags, die du Text, ja, nimmst. genau. Und dann, du sollst halt mindestens 20 Stück immer dahin ballern. Und halt, die sollen sich aufs Video beziehen. Und wenn du Glück hast, dann hast du irgendwelche Wörter dabei, die besonders gut ziehen und so. Aber es ist viel Glück dabei. Und ich setze einfach eher auf die Geduld. Ja, die Ausdauer, genau. Ja, aber das ist ja im Prinzip YouTube ja eine riesen Suchmaschine, so wie Spotify. Damit habe ich mich jetzt halt viel auseinandergesetzt, durch diese ganzen Spotify-Veröffentlichungen, weil das halt so der Platz hier ist, neben das Apple Music und Amazon so groß wie sie sind. Aber Spotify ist halt das, rutscht in irgendeine Playlist rein. Wie rutsche ich in eine Playlist rein? Da gibt es ja tausende Tipps von Spotify selbst und auch hier und da Kurator und viele schwarze Schafe, ne, die, wo ich dann irgendwie sehe, Pay for Play, wer macht denn das? Ne? Und dann sagt Spotify aber auch wieder, da wird mal gebannt und so. Und ich habe mir auf sowas hab ich gar keinen Bock, mich mit auseinanderzusetzen. Aber wie kriegst du das unter die Leute? Und du weißt, was ich meine. Ne? Also, Spotify habe ich dann auch gemerkt, ist eigentlich auch wie YouTube und Google eine riesen Suchmaschine, nur nach Musik einfach. Also ganz, ganz stumpf, wenn ich mir dein Profil angucke, du kannst ja, du hast ja unter deinem Namen hast du immer noch mal irgendwie so einen Satz stehen. Und ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, ob man da auch einen Link reinsetzen kann. Aber was du machen könntest tatsächlich, damit Leute dich in deine Spotify-Liste reinpacken, ist, wo der Satz unter deinem Foto steht, pack einfach nur den Link zu deiner Spotify-Geschichte rein. Und dann schick einfach so viele Freundschaftsanfragen, bis du schwarz wirst. Ja, mein Profil ist schon fast voll, weil ich habe so viele Freundschaftsanfragen mal gekriegt vor ein, zwei Jahren. Es sind irgendwie, wie das halt so ist, weiß auch nicht, warum das so war. Dann war halt irgendwie was mit diesen ganzen Messen und so. Und auf einmal waren fast 5.000, das sind 4.900 irgendwas. Die Hälfte davon kenne ich ja gar nicht. Aber du weißt, so im Musikbereich denkst du, je mehr Leute drin hast, je mehr kannst du wieder diese 1.000 Einladungen für deine Bandseiten verschicken. Ne? Also ich meine, es geht ja hin und her eigentlich. Ganz genau, das habe ich nämlich auch gemacht. Und ich gucke halt alle paar Wochen, guck ich mal durch, mit wem habe ich noch nie interagiert, wer schreibt mir, wer liked mir irgendwelche Sachen. Da kannst du dann immer so 50 bis 100 Leute wieder aussortieren, die einfach nur so Dateileichen sind. Und wenn mal einer irgendwie, was weiß ich, politische Meinungen postet und du denkst dir, okay, das ist ein Nazi oder okay, der ist ein Schwachkopf, dann geht der halt einfach auch wieder raus aus der Liste, Ja, von ne? da habe ich sehr viele in der, weil ich viele halt durch die US-Zeit, da hatte in der Trump-Ära sind da viele ausgeschieden, sag ich dir. Wo das wahre Ich herauskam, ich gedacht habe, ach komm, nee, da habe ich gar keinen Bock drauf, dein Like brauche ich nicht. Ich Ja, muss das mich auch habe ich. selbst anschauen können. Da sind auch ein paar Musiker dabei gewesen, wo ich erst dachte, yay, cool, der ist meiner Freundesliste. So, das wertet mein ganzes Profil auf. Und dann habe ich mal irgendwie ein, zwei Mal mit jemandem ja geschrieben.
Und zwar war das, ich habe irgendwas geschrieben bei irgendeinem anderen Kommentar und dann kam auf einmal Rosseboss von Manowar. Ja. Wirklich, hat sich da so mit den Ellbogen so in den Post rein manövriert, links und rechts wild um sich geschlagen und alle Leute, die keine Trump-Supporter waren, erstmal irgendwie gebasht ohne Ende. Und dann dachte ich, alles klar, du bist also gegen Masken, du bist gegen Maßnahmen, du bist gegen alles. Du bist gegen Black Lives Matter, du bist total für Trump und ja, okay, alles klar. So, dann habe ich den halt auch aus meiner Liste gekickt. Ich bin ein großer Manowar-Fan, aber ich brauche keine Erzrepublikaner, die irgendwie menschenverachtende Penner sind. Ja. So. Ja, da Nee. bin ich voll bei dir. Da haben auch ein paar manche, wo ich es nicht erwartet habe, ihre Masken fallen lassen, wo ich gedacht habe, boah, Alter, das heißt ja nicht, dass du alles gut oder schlecht finden musst, aber manche Sachen sind einfach zu extrem. Damit kann ich nicht klarkommen Nee, irgendwie. das bei manchen Sachen denkst du dir einfach so, ey, womit nehmen sich manche Menschen das Recht raus, sowas laut zu sagen oder zu posten? Ja. Ja, du hast jetzt drei Alben während der ganzen Pandemie-Geschichte rausgehauen, sagst du, beziehungsweise fertig gemacht, schon so gut wie. Ja, zwei sind eigentlich fertig und das eine ist gerade noch Sachen aufgenommen, die nichts mit mir zu tun haben, aber das wird dieses Jahr dann auch noch erscheinen. Sind da noch Projekte in Lauerstellung? Neue Projekte nicht, aber Ideen einfach. Das ist wie mit allem, wenn du wo dran arbeitest, wenn du auch vorher vielleicht gar keinen Output hattest, Songwriting-technisch, weil du so viel um die Ohren hattest, andere Sachen. Und jetzt, wenn du da drin bist, einfach, das ist wie mit allem, wenn du was oft und viel machst, dann kommt das einfach. Okay. Das klingt Und doch gut. was ich jetzt irgendwie mache, ist nach diesem, weil ich es einfach, ich habe halt auch im Internet gelesen, wie mache ich es am besten. Und ich schiebe ja jetzt abwechselnd jede Woche ein anderes Lied online, ne, auf YouTube, Spotify, wie auch immer, Apple Music. Und nicht das ganze Album, weil da gibt es wirklich Studien drüber, dass durch diese ganze Social Media Geschichte die Leute gar nicht mehr fähig sind, ein ganzes Album anzuhören. So wie das früher CD, Platte gekauft, reingelegt, Texte gelesen, angehört. Irgendein Lied hat dir nicht gefallen, hast fünfmal angehört und hast gedacht, naja, ist doch irgendwie cool. Ne? So, heute ist, Leute hören 10 Sekunden rein, 20 Sekunden fällt es ihnen nicht vorbei. Zwei Lieder geht schon gar nicht. Also höchstens eins anhören. Wenn sie es ganz anhören, ist cool. Das sehe ich ja auch auf diesen Statistiken, die ich da kriege, YouTube, wie lange die Leute im Schnitt reingehört haben. Ne? Also bei diesem Akustikzeug, da hast du halt eine viel breitere Masse, ist halt einfach so. Das sehe ich, da war ich selbst überrascht, ohne Werbung und da wir eigentlich immer nur gecovert haben auf irgendwelchen privat gebuchten, sei es eine Firmenfeier oder eine Hochzeit, dass irgendwie knapp 8000 Leute das erste Lied schon gestreamt haben, also nur auf Spotify, in den ersten 4 Wochen, hätte ich gar nicht, für andere Bands 8000 lächerlich, für mich war das für ein unbekanntes Ding veröffentlicht, dass das so funktioniert hat, hätte ich einfach nicht erwartet, ganz ehrlich. Und da sehe ich aber auch, wie lange die Leute reingehört haben, wer wie wo gespeichert hat, auf welche Playlist, ob sie jemand privat gespeichert hat, kriegst du ja über, ja, jeder Von Plus. welcher Webseite die meistens Genau, kommen wo und die so weiter. reinkommen und Ja. was weiß ich, wie was gebracht hat und so weiter. Also so dahingehend interessant und dann fängst du natürlich auch an zu denken, was machst du als nächstes? Machst du irgendwas, wie dieses Rock-Metal-Ding, wo ich dann sage, ja, da hab ich Bock drauf, dieses Solo zu spielen und alles. Oder machst du halt lieber sowas, wo eher so Songwriting ist, wo du hier halt auch mal ein bisschen Keyboard einspielst oder sonst irgendwas, aber wo du mehr Leute erreichst, dass vielleicht am Ende wieder mehr hängen bleibt. Weißt du, was ich meine? Idealismus gegenüber Geschäften, ne, wie es halt so oft ist. Aber da sind einfach viele, viele Ideen da, wo ich dann denke, ja, ich hätte jetzt schon wieder Bock, eigentlich fast was aufzunehmen, aber jetzt muss erstmal das andere alles irgendwie rauskommen, wo du dich dann verzettelst. Ne? Das gibt es ja auch oft, du hast 20 Baustellen und dann fällt was hinten runter. Das will ich halt auch nicht. Ja, das habe ich, das hab ich teilweise halt, wenn ich, ich kriege jeden Tag irgendwas zwischen 50 und 80 Mails von irgendwelchen Labels, die mir halt irgendeinen Kram schicken. Und manchmal halt noch irgendwelche persönlichen Geschichten und so. Und manchmal habe ich auch Datenbanken, auf die ich einfach so zugreifen kann. Und manchmal will man die einfach wirklich so, will man das einfach so raffen, ne? Du willst einfach irgendwie, dann willst du das noch und das willst du noch und das, ne? Und dann packst du das alles auf deinen Rechner und dann merkst du schon, der Ordner, der To-Do-Ordner, der platzt aus allen Nähten und denkst dir schon, oh mein Gott, ey, wie soll ich das denn jetzt schaffen, ne? Das ist ja richtig Arbeit. Aber das ist halt, du musst es halt downloaden,
bevor die Datei nicht mehr verfügbar ist. Und okay, deswegen packe ich mir immer viel zu viel Sachen da drauf. Ich habe meistens, also dass ich meinen Ordner wirklich komplett leer gearbeitet habe und da jetzt wirklich mal ein paar Minuten nichts ist, ist eigentlich so gut wie nie so. Meistens schreibe ich 2 Reviews und packe mir 3 neue Sachen dann direkt wieder rein. Also ich bin, meistens habe ich so 20 Sachen immer da drin. Und ja, ich weiß, wie das ist, wenn Sachen rüberfallen. Und dann denkst du, ah, ja, das hätte ich eigentlich Mitte März schon machen müssen. Okay, ja, dann muss ich halt morgen 3 Stück schreiben, weil ich heute nur einen geschrieben habe. So. Ja. Aber es macht noch Spaß und irgendwie, ich glaube, mir wird echt was fehlen, wenn ich nicht mehr oder weniger jeden Tag hier sitzen würde, um zu schreiben und Musik zu hören. Ja, das ist ja aber sehr cool, ne? Also ich meine, auch dass du die ganzen Anfragen kriegst, das spricht ja für deine Qualität und auch, dass da immer wieder was kommt. Oder ich habe anfangs auch wirklich ganz, 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 ganz viele Labels angeschrieben und dann schreibst du halt manche Labels auch mehrfach an, bevor die sich überhaupt rühren. Oder musst halt erstmal einen gewissen Status haben, bevor die sich rühren und dann schreibst du die nochmal an und so. Ja, ich bin jetzt mehr oder weniger mit allem versorgt, was ich haben wollte, sag ich mal. Ja. Also jedes Label, von dem ich Musik haben wollte anfangs, die habe ich jetzt praktisch in meinem Verteiler und das ist halt, das ist so auch gut. Nur manchmal ist es trotzdem so, ey, oh, das ist so viel. Und ich habe gemerkt, die Leute stehen ja total auf Death Metal, ne? Das ist ja wirklich, ich poste 20 Sachen von irgendwelchen Rockbands, Progbands, Doombands. Ja. Alle so, ja, hier, like, ne? So 20 Likes oder so. Du postest eine Review von einer Death Metal Band, 70 Likes. Was? Ja, ich merke das mit meinen älteren Teenager-E-Gitarrenschülern. Die kommen immer mit diesen krasseren Sachen an, wo ich denke, ah, das ist jetzt irgendwie voll hip. Also da hast du auch so den Zeitgeist. Ich habe immer zwischendrin als mal ein bisschen Unterricht gegeben so und manchmal, dann kam sie, ja, da Anfang 2000er kamen sie alle mit ihrem, was weiß ich, Funeral for a Friend, My Chemical Romance und diese heißen, diese, weiß nicht, wie man den Stil nennt, für mich so ein bisschen punkig, aber mit fetten Gitarren einfach und Solos, anspruchsvollere und so, also nicht nur vorne raus, sondern schon ein bisschen vertrackter und so. Und irgendwann hat es dann, kam dann irgendwie mehr diese Doom-Death-Geschichte und die ist jetzt auch, wo die, da kam eine Schülerin, die wollte irgendwie, wie heißen die, mal Black Dahlia Murder oder irgend sowas, weiß gar nicht genau, ne? Black Dahlia, ja. Ja, genau, irgendwie. Und dann hab ich gesagt, was geht denn da ab? Ne? Krass, so ich das erstmal gehört habe. Ich gesagt, ja, können wir machen. Irgendwie. Und aber ich habe nur eine 7-seitige, 8-seitige ist bei mir nicht. Ich muss mal drunter stimmen, ne? Wenn du da unten irgendwo rumknüppeln willst, irgendwie. Und das sind ja Schüler, die haben so 8-seitige Gitarren wegen diesen Bands gekauft. Also, was da auch an Industrie hinten, durch diese ganzen Messe-Jobs, ne, Grisha, hatte ich da immer mitgekriegt, was da in Industrie hinten dran steckt. So. In so einer Band oder die Stilrichtung angesagt sind, was die Firmen dann da auch verkaufen an die, meistens an die Kiddies, ne, und an die Teenies, weil die Erwachsenen, die wissen meistens, das Instrument, das will ich, bla bla bla, egal, aus der Zeit halt von damals. Und was da alles passiert durch diese Stilistiken. Auf der anderen Seite, durch Ed Sheeran und Co. wollen halt ganz viele Akustikgitarren, also viele Akustikgitarristen waren schon lange schon mehr auf dem Schirm, die jetzt halt so Singer-Songwriter-Zeug da irgendwie machen wollen. Weil das halt jetzt halt groß und angesagt ist. Wobei, auf der anderen Seite denke ich immer, wenigstens immer noch handgemachte Musik, ne? Und nicht nur und EDM und so. Da komme ich auch überhaupt nicht mehr zurecht. Also ich verstehe halt, wenn du dir mal moderne Popsongs anhörst, da hast du dann ganz oft, da passiert so viel gleichzeitig. Du hast da irgendwie teilweise irgendwie einen Melodielauf, dann hast du da irgendwie 2 verschiedene Rhythmen noch, die gleichzeitig laufen. Und ein bisschen Plingploing, komische Effekte noch im Hintergrund und Kettenrasseln und weiß der Henker was. Ich habe manchmal das Gefühl, dass dann natürlich ist das auch so, wie sollst du dich denn vernünftig auf Musik konzentrieren? Auf handgemacht, auf unsere Musik, wenn so eine Musik, da passieren ja 3 Songs in 2 Minuten. Manchmal. Genau, ja, das stimmt. Das stimmt. Das lenkt vom Autotune ab, ne? Ja, genau, ja. Und so ist es. Autotune, Melodyne, wie auch immer.
Ja, und dann weißt du danach trotzdem nicht, was du angehört hast, auch wenn es keine Superhookline drin war irgendwie. Also ich meine, es lässt sich immer einfach sagen, ist ja immer subjektiv, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Da passiert dann so viel und dann denkst du, aber irgendwie doch nicht. Ja, so wie Pommes, ne? Ja. So leere Kohlenhydrate. Genau, ja. Geht rein und raus und ist eine Genau, Gute du passiert. hast so eine Portion Pommes vor dir, denkst, du hast eigentlich keinen Hunger und 2 Minuten später hast du gegessen. Ja, ich verstehe halt die einzige Sache, die ich verstehe an Popmusik und Rockmusik ist, dass wir unterschiedliche Ansprüche an Musik haben. Ne? Also die wollen halt einfach dazu tanzen. Und das muss irgendwie nicht groß hängen bleiben, das muss keine große Message haben oder so. Und ich bin schon raus aus so einer Geschichte, wenn der Gesang mir nicht passt oder die Texte doof sind. Dann habe ich schon keinen Bock drauf so. Und das ist denen halt völlig egal, ne? Wenn der Text totaler Rotz ist, aber du kannst dazu richtig gut tanzen, dann ist das ein Hit und fertig. Ja, Und dann oder geht das um 3 Minuten Maximum. ja, die Alles da meisten, drüber also, ist. ja, das hatte ich jetzt bei dem Akustikprojekt, habe ich alle Songs so gemacht, dass sie höchstens 3,5 Minuten gehen. So Ja. Mainstream, wie es geht. Sind auch nur Es zwei Songs mit ist Gitarren so. clever. Wirklich so Mainstream, wie es mir nur möglich war. Aber ja, Texte, ne, das ist ja auch sowas. Sobald die Texte Englisch sind, hört die Hälfte schon nicht mehr zu. Dann geht es halt irgendwie, ist die Melodie nett, ist es cool. Für mich immer natürlich eine super Band, ne? Und das Lied auch Dire Straits damals. Dieses Baker Man is Baking Bread. Dann denke ich, wenn das einer auf Deutsch singen würde, der Bäcker backt Brot, der dir da sagen, was ist denn das für ein Scheiß? Oh Weißt ja. du, was ich meine? Und das sind oder super Song und auch tolle Melodien, aber wenn man wirklich auf den Text hört, manchmal denkt man, yes, das wäre ein Schlager vom Text im Deutschen. Oder Schlimmeres. Ja. Ja, das konnte, also in den 80ern konnte man mit Popmusik auch noch viel mehr machen, finde ich irgendwie. Also heutzutage, ich habe das Gefühl, dass die Vermarktung dieser Künstler ist einfach nur abartig, ne? Die sind ja laufende Marken. Die müssen diese und diese Schuhe irgendwie anziehen und die müssen dieses Make-up benutzen und die Jacke Sind und bla. Das ist, Halbprofis. ich finde, das hat mit Musik nicht mehr wirklich viel zu tun. Und deswegen verstehe ich halt Leute nicht, die wirklich nur solche Musik hören. Das ist halt, per Definition ist es irgendwo noch ein arrangiertes Klangerlebnis, aber auch nicht mehr. Ja, es ist halt wirklich komplett wahrscheinlich mit irgendwelchen großartigen Marktstudien hinten dran, was jetzt angesagt ist, wenn sie da irgendwen haben und dann wird es so produziert. Da, Algorithmen. ich hatte jetzt auch vom Schüler eine Anfrage, ich weiß gar nicht mehr, wer das, was für ein Song das war, wenn ich ehrlich bin. Ich habe auf Spotify geschaut, habe den Typ nicht gekannt, habe gesehen, der halte ich fest, ist noch ein junger Kerl aus Los Angeles irgendwer. 1,3 Millionen Streams für irgendeinen Song, das gibt's doch gar nicht. Und das ist dann auch dieses. Der Fluch und Segen mit diesem Online-Geschäft, weil ich meine, ich bin jetzt irgendwie Anfang 40, mache da Musik, veröffentliche es online, aber eigentlich meine Haupthörerschaft ist gar nicht diese Online-Generation. Die ist 20 Jahre jünger. Weißt du, was ich meine? 25 Jahre jünger. Die dieses Hauptgeschäft da online machen, weißt du? Das sind ja irgendwie die Teenager bis Anfang 20. Das ist ja das. Aber Ja. das Ding ist, ne, Taschenrechner, 1,2 Millionen, sagst du? Milliarden, Milliarden, ja, 1,3 Milliarden. Ich habe es gedacht, ich kann es, ich Milliarden? glaube, Milliarden Streams, über 12 Millionen Follower. Also 1,3, ne? Das sind dann 9 Nullen? Ne, 8, ne? Das fällt mir was. 6, 7, 8, machen wir, ne? Und dann teilen wir das durch die 0, 0,000, glaube ich, 2, ne? Ist es nicht sogar nur eins? Ich weiß es gar nicht. So, das heißt, der hat tatsächlich dann trotzdem nur $1.300 verdient damit. Und dafür ist es das nicht wert, seine Seele zu verkaufen. Genau. Der verdient Also da schon für 1.300 ordentlich. Dollar am Tag, da können wir reden. Genau, die macht er wahrscheinlich auf irgendeinem mit irgendwelchen Schuhen, die er trägt oder so. Dann. Oder irgendwelche Klamotten, die er hat. Ja, es ist tatsächlich schon echt verrückt, ne, dass die Leute halt,
Und solche Streams kommen ja nicht zustande, weil wirklich 1,3 Milliarden Menschen oder so diesen Song gehört haben. Nein, solche Zahlen kommen zustande wegen den verplästerten Leuten, die 40 Mal Titanic geguckt haben. Genau. Ja. So einen 2-Minuten-Song kannst du dir 20 Mal am Tag anhören. Und wenn du das einen Monat machst, so, dann hat der schon, was weiß ich, genug für eine Tüte Bonbons verdient, alleine an einer verrückten Person. Ja. Ja, so ist es wirklich. Also das ist ja auch die, wenn du die Follower an, ich habe mir das dann angeguckt, das Profil, weil mich das völlig fasziniert hatte. Und zu 1,3 oder das 1,2 sein und dann 12 Millionen Follower, das ist ja nur, was ist, das ist 10%, keine Ahnung, das sind so große Zahlen, muss jetzt die Müller streichen. Aber du weißt, was ich meine, die tatsächlichen Follower gegenüber den Streams ist ja so abartig, dass das fast aussieht wie ein Fake-Profil, weißt du? So wie wenn du 1 Million YouTube-Stream hast und hast einen Follower, da stimmt doch irgendwas nicht, weißt du? Ich sag mal so, wenn wir uns die Statistiken von dem jungen Mann angucken würden, würden wir sehr wahrscheinlich sehen, wie viele davon organisch sind und wie viele bezahlt sind durch Werbung. Ne? Ja. Du kannst ja, wenn du anfängst, hier so sich so ein bisschen in Richtung Influencer zu bewegen, dann kriegst du, also ich kriege jetzt zum Beispiel irgendwie ein, zweimal im Monat kriege ich eine Mail von irgendeiner Firma, die gerne möchte, für mich meine ganzen Geschichten optimieren möchte, damit ich mehr Follower und Likes kriege. Und die wollen alle bezahlt werden dafür. Ne? Natürlich mache ich das alles nicht, weil ich nehme ja gar kein Geld ein. Ja. Ne? Wenn ich kein Geld einnehme, kann ich keins ausgeben. So, das ist ja Quatsch. Und wenn der dann aber vielleicht schon so viele Follower hat oder vielleicht schon so viele Subs hat bei YouTube, dass er sagt, so, ich kriege da schon Geld für, dann kann er natürlich sagen, so klar, dann kriegt ihr irgendwie $100 oder so im Monat dafür, dass ihr mir die Zahlen hochschraubt. Ne? Und umso mehr der halt hat, umso mehr Geld kann er dafür ausgeben. Ich gehe davon aus, wenn er wirklich 1,3 Milliarden, das wird ja heißen, dass ein Sechstel der Menschheit dich geil findet. Und das ist Bullshit. Ja, ich war auch davor gesessen und habe gedacht, das gibt's ja gar nicht. Aber diese Anfragen, wie du das sagst, habe ich auch jetzt schon einige gekriegt in dieser kurzen Zeit, wo die Sachen online sind, wo ich dann auch denke, wer ist denn da schwarzes Schaf? Weil ich habe da natürlich mal quer gelesen, im Internet geguckt und so. YouTube hat damit anscheinend überhaupt gar keine Probleme mit irgendwelchen Bot-Streams, denen ist das völlig wurscht anscheinend. Spotify, auch in diesem, wenn du Sachen hast, hast du ja dieses Spotify for Artist-Profil, dann kannst du da drin lesen und die sind da anscheinend ziemlich hinterher. Die checken ihre Algorithmen da und wenn da was auffällig ist, bannen die dein Profil. Das wäre natürlich das Letzte, was du haben willst, dass du aus Spotify rausfliegst. Egal, ob das jetzt nur 1 Cent ist, am Ende der Pappen bleibt, aber es ist natürlich irgendwie, ne, so weißt du, Werbung, ja. Brauchst du, ist wie Werbung, ne, genau. Und dann ist diese Gefahr bei diesen ganzen Firmen, das sind ja alles Firmen, von denen man noch nie was gehört hat. Ich weiß nicht, was da groß ist und was nicht. So geht es mir auf jeden Fall. Gibst denen $50 oder $100, mach mal, dann schmeißen die da irgendeine Botmaschine an und dann fliegst du raus und hast denen noch Geld bezahlt. Weißt du, was ich meine? Also ich wäre gar nicht davon abgeneigt, für irgendeine PR-Firma, einfach damit es irgendwo halt hinkommt und sagen, ah ja, da, wir machen das und das, wo ich weiß, das hat Hand und Fuß. Da kenne ich ein paar tolle Leute übrigens. Ah ja, das wäre cool, die kannst du mir mal weiterleiten. Ich habe dann nämlich wirklich im Internet geguckt und habe gedacht, ey, dann kriegst von da und die Fragen. Und dann auf Facebook ist es ganz schlimm, ne? Das sind alles irgendwelche indischen Namen. Ich war schon mal 2 Wochen in Indien durch Job und so weiter. Alles nette Leute, aber wenn du liest Spotify in Indien, gehen überall die Alarmglocken an. Da niemals Aufträge hingeben, weil Bots und so weiter, ob das so ist oder ob das nur ein Vorurteil ist, keine Ahnung. Aber ich habe da einfach die Angst, irgendwen zu beauftragen, wo ich keine Ahnung von habe. Deswegen habe ich es nicht gemacht. Finger weglassen und am Ende irgendwie mein Profil rausgeschmissen zu kriegen und die Musik ist nicht mehr da verfügbar, weil das halt dann irgendwelche Scharlatane sind. Ne? Du weißt, was ich meine. Ich kenne PR-Firmen, die ich für seriös halte, auf jeden Fall. Es gibt aber auch, wie gesagt, so, ne, das sind ja noch nicht mal wirklich PR-Firmen, die einen da anschreiben und sagen, irgendwie, wir können dir irgendwie dein Profil pushen oder so. Und dann kriegst du auch so Anfragen über Instagram und wenn mir dann einer so eine Anfrage schickt, so von wegen so, ey, ich mach dir alles total beautiful und irgendwie auch so ein total schlechtes Englisch irgendwie benutzt. Und der hat halt so ein Profil gehabt bei Fiverr, ne? Wo man halt auch
Da kannst du ja, kriegst ja auch irgendwie alles ja im digitalen Bereich, so auch teilweise für schmales Geld. Und da stand auch irgendwie drin, irgendwie so, I make you a star und bla. Und ich dachte so, ey, okay, alles klar. Da hält viel von sich. Die Sachen, die er halt bei Instagram hatte, die waren noch nicht mal für das Format optimiert. Das war, da waren teilweise Bilder in der Mitte durchgeschnitten irgendwie, ja. weil die zu groß waren für Instagram. Und dann hatte der halt total schlechtes Englisch. Und die Seite, von der er aus mich angeschrieben hatte bei Instagram, die hatte irgendwie, glaube ich, 50 Follower. Und dann denke ich mir, ich habe viel, 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 viel mehr Follower als du. Wie kommst du darauf, dass ich dir vertraue, wenn ich mir dein Profil angucke? Wenn ich jetzt irgendwie, wenn mich einer anschreiben würde, ich sehe dann das blaue Häkchen, ich sehe, der hat irgendwie, was weiß ich, 100.000 oder Millionen von Followern, so, dann denke ich mir, alles klar, das ist eine safe Nummer hier, ne? Aber wenn ich einer anschreibt, so, der halt einfach überhaupt gar keine Follower hat und der totalen Rotz-Content auf seiner Seite hat und gar nicht weiß, wie man mit Auflösung von Bildern umgeht und so, dann kann das kann nichts sein. Ja. Also, da gibt's wirklich viele, die versuchen, eine schnelle Mark zu machen. Das ist, aber ja, die eigentlich hast du die relativ schnell raus. Ja, auf Fiverr hatte ich auch geschaut, da hatte ich aber gar nichts gefunden. Also da war jedes Profil dieser Promotion-Musikdinger haben auf mich so gewirkt wie das, was du gerade geschrieben hast. Wo ich gedacht habe, da ist ja bei keinem irgendeine Reputation hinten dran. Und dann im Internet halt quer, weil ich habe mich damit nie auseinandergesetzt, weil in den Bands, wo ich vorher gespielt habe, eine hieß Alias Eye, das ist so Art Rock, gleich Prog Rock, eher rockig als metalig. Und da hat man ein Label, war zwar nur ein kleines, aber die haben sich halt um alles gekümmert, um die ganzen Magazine zu bestücken, das ganze Online-Zeug zu bestücken, da hast du halt Musik gemacht, fertig. Und hast aufgenommen und die haben sich da um alles gekümmert irgendwie, da hatte ich halt gar keine Aktien drin und jetzt mit diesem ganzen Selbstpromotion habe ich mich ja erstmal quer gelesen oder bin immer noch dabei. Und ja, wie gesagt, Fiverr war sowas oder auch dieser Angebot, wo da einer sagt, ja, wenn du das machst, dann schick mir $5 und dann kommst du auf meine Playlist. Und dann gucke ich mir die Playlist an, die hat irgendwie 40 Follower, dann denke ich, ja. Wozu? Das wird ja immer, und die Playlist ist 18 Stunden lang, weißt du, so auf die Art. Ich denke, okay, da haben irgendwie schon Hunderte irgendwie $5 bezahlt, der lacht sich irgendwie ins Fäustchen und 40 Follower bei einer 80-Stunden-Playlist, da kommt niemand mal annähernd in die Mitte, ans Ende schon gar nicht und 40 Leute. Na, du weißt, was ich meine. Also gleiche Geschichte. Ich pack dich gleich einfach auf meine Playlist. Fäng. So, weißt du? Ich find auch, also das ist ja auch, das frisst kein Brot, das kostet kein Geld. Und ich finde, wenn du, wenn dich einer fragt, irgendwie, ey, kannst du mich in deine Playlist packen? Warum sollte ich das denn nicht machen? Das ist doch völlig albern. Oder ja, irgendwie, genau, wenn die like meine Seite. Genau. Und dann diese andere, da gibt es so Websites, ich weiß nicht, ob das Submit Hub und ach, was weiß ich, Muso, irgendwas, da kannst du so dein Profil reinstellen und dann schauen da eventuell Leute rein oder auch nicht und machen dir so kleine Reviews. Und da war eine wirklich saugeile Review, wo ich gedacht habe, ja, das ist auch wieder so ein Burner. Das Akustikprojekt, da singt ja meine Frau und die, kurzer Hintergrund, die hat ein Jahr in Rhode Island gewohnt, ist Englischlehrerin auch und so weiter. Und in der Kritik stand drin, der Text wirkt als sehr nach deutschem Akzent. Also wenn jemand überhaupt keinen deutschen Akzent hat, ist es definitiv die Sängerin von dem Akustik-Ding als fast so gut wie Native-Speakerin mit Auslandsaufenthalt und Englischstudium. Und die haben ja Phonetics und alles. Ne? Da habe ich gedacht, okay, so Sachen, da kann ich mich echt dran erfreuen, so, wo ich dann denke, da hat jemand einfach nur die Flagge gesehen, die Band kommt aus Deutschland, das ist wahrscheinlich der Standardtext, ich hab's da nicht weiter geguckt, weißt du, was ich meine, aber das hat so, so vorne und hinten für mich halt gar nicht gepasst und dann denke ich, okay, da will ich mich gar nicht auseinandersetzen müssen, deswegen wäre so ein PR-Ding einfach irgendwie geil, wo ich auch bereit bin, Kohle dafür zu zahlen, auch nicht nur 5 Mark, aber einfach, wo ich weiß, das sind Profis, da, was weiß ich, hab da 300, 400, 500 Euro, macht mal, was er damit anstellen kann. Ich habe dir schon was weitergeleitet und warte mal. In welche Playlist packe ich dich denn jetzt da rein?
Kein New Wave of True Heavy Metal, kein Doom, kein Classic Heavy Metal. Und wir packen es in die Schwermetallische Volume 4 Karen Tunes. Fuck. Sehr cool. Und War of the World habe ich reingepackt. Und Celtic Crushing. So. Das kam letzten Freitag raus. Weiß nicht, ob das. Also, das Coole ist ja bei den Metalern, das habe ich immer so empfunden, egal ob ich im Publikum war oder wo gespielt habe, die sind ja immer für alles trotzdem offen. Das finde ich ja so geil an dieser Community. Da ist ja schon nie Leute kennengelernt, die dann gesagt haben, das ist ja voll scheiße. Sondern, ist vielleicht nicht so mein Ding, aber ich höre mir es mal an. Die sind ja von ihrem Gemüt immer sehr aufgeschlossen. Und Celtic Crushing ist im Prinzip so ein Lied, weil es eigentlich so ein irisches Ding. Da habe ich im Studio mal eine Mandoline in die Hand genommen und habe die 12-seitige Akustik mit der Mandoline gedoppelt und so weiter, was ich vorher nie hatte. Aber da waren halt auch lauter Rocker und so, wie wir da halt drauf sind. Und dann, naja, cool, machen wir mal das, probieren wir mal aus und so. Und habe das auch ein paar Metalheads da vorgespielt und die haben gedacht, würde ich jetzt ein Guinness zu trinken, war die Antwort. Und ich dachte, ja, mit so Leuten kann ich irgendwie umgehen, so die einfach nicht prinzipiell alles verurteilen. Und das ist halt in dieser Rock- und Metal-Gemeinschaft generell, also habe ich immer so empfunden, sehr open-minded, wie man neudeutsch sagt. Ja, nicht immer, aber oft. Oh ja. Manchmal können wir auch sehr doof sein. Ja, das hast du ja bestimmt überall, aber da meine ich jetzt, ne, du weißt, wie ich meine, wie wenn ich jetzt, ich kenne halt auch so ein paar durch diese ganze Produzenten, viele Fans, so ein paar, die so EDM machen, dieses Electronic Dance Musik, wo immer so bei plus 3 Dezibel ist, obwohl du nur bis 0 gehen solltest im digitalen Bereich, so ungefähr. Ne? Da geht ja gar nichts. Also egal, was du denen zeigst, sobald es ein Bum-Bum macht, dann ist die erste Aussage, da ist ja gar kein Sub-Bass irgendwie drin. Und ich denke, ja, du brauchst da auch kein Sub-Bass bis, was weiß ich, 10 Hertz hört eh keiner mehr. Ne? Also weißt du, diese ist es nicht annähernd EDM, ist es nichts. So. Und das ist in dem Rock- und Metal-Bereich empfinde ich auf jeden Fall so, da ist es auf jeden Fall nicht so. Wie du auch sagst, du hast ja auch hast die aktuelle Popmusik angehört, hast gemerkt, nicht so geil, aber du hast die Ohren dafür mal aufgemacht, ne? Und hast gemerkt, dass es gibt immer mal wieder was richtig Gutes, ja. Zwischendurch, aber ich habe das Gefühl, dass die Abstände zwischen den Sachen, die mir gefallen im Pop-Bereich, halt immer größer werden, so. So, früher war es halt so, da kamen irgendwie 3 Songs die Woche raus und einer war Knaller. Ja. So. Und heutzutage ist das so, da muss ich teilweise wirklich Monate warten, bis da mal wieder was kommt, wo ich mir denke, das finde ich cool. So, ich mag jetzt zum Beispiel ein paar Songs, ich weiß nicht, wie der Typ mit Vornamen heißt, der heißt mit Nachnamen Capaldi. Mhm. Eine total ungewöhnliche Singstimme, ist eher so ein bisschen Singer-Songwriter, aber schon so ein bisschen poppiger, also auch eher Ed Sheeran-mäßig so. Sehr melodisch und sehr eingängig und so. Den finde ich eigentlich ganz, ganz sympathisch, auch von der Machart. Und der sieht halt auch jetzt nicht irgendwie, das ist jetzt auch kein Brad Pitt oder so. Das ist ein ganz normaler Typ. Aber ich weiß nicht, wie heißt der Typ? Das ist so ein. Der macht irgendwie so Hip-Hop-Tanzmusik irgendwie. Derulo. Jason Derulo? Jason Derulo oder irgend sowas, das sagt mir was. Wenn ich den sehe, ohne Witz, ne, da kriege ich direkt diese Ader auf der Stirn. Ne? Weil der sieht immer so aus, als ob der irgendwie in den Kleiderschrank von so einem 12-Jährigen reingefallen wäre. Völlig bunt und Sachen, die nicht zusammenpassen. Und dann hat der so einen Bart, der sieht aus, als ob der mit einer Airbrush ins Gesicht gemalt worden wäre. Weil der ist wirklich total dünn und dann schwarz gefärbt. Damit der halt so aussieht, als ob der einen Bart hat, aber du siehst halt keine einzelnen Haare, weil das wirklich, ich glaube, es ist eine Farbe. Okay, ja. Und dann singt der halt und er hat halt einer von diesen modernen Popsängern, die halt diese relativ hohen, dünnen Stimmen haben und dann quietscht der da so rum und dann tanzt der halt viel und dann sind die ganzen Leute halt so, ja, super, hey, guck mal, der tanzt und der hört sich genauso an wie 20.000 andere Leute auch, aber der ist jetzt cool, weil diese Kombination aus den ganzen Sachen, die völlig furchtbar sind, gefallen, das gefällt mir aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung, falsche Medikamente genommen oder so. Ah, keine Ahnung. mich macht das manchmal auch so ratlos. Ich gucke mir das dann an und ich versuch das irgendwie zu analysieren und zu verstehen,
warum gerade diese Kombination aus Optik und Musik und alles irgendwie wohl für manche Leute so ein Ding sind. So, ja. Und mein Gehirn will manchmal nicht so recht. Ich denke dann manchmal echt, ich kriege gleich Nasenbluten oder so. Ich komme nicht dahinter. Und der ist wirklich ganz furchtbar. Guck dir mal ein paar Musikvideos von dem an. Der hat ganz oft irgendwie Hosen, die bestehen mehr aus Löchern als aus Hose. Und das fand ich schon immer sehr albern. Ich komme noch aus der Zeit, wo man viele Löcher in der Hose hatte und vielleicht ein oder zwei größere Löcher. Aber heutzutage hast du ja Hosen, da liegt ja teilweise das halbe Bein frei. Ja, so was hat er an, ja, okay. Da bin ich raus. Ja. Und dann irgendwie da muss ich so eine. Anschauen. Also ich weiß gar nicht, wie der aussieht. Mir sagt der Name was, bestimmt kenne ich auch ein paar Songs von dem, weil die ja dann auch omnipräsent im Radio vertreten sind und so. Keine Ahnung, was der sonst so treibt. Aber ich weiß, was du meinst. Es gibt halt einfach so ein paar, die triggern einen. So, oh, ja. Wenn du irgendwie das kurz hörst, dann denkst du, oh Mann, ich kann nicht, es geht nicht, muss ich umschalten oder wegschalten. Und trotzdem sind sie riesig, wo du dann denkst, ja, okay, irgendwie muss ich voll daneben sein oder die Masse, wie auch immer. Ne? Vor allen Dingen, aber, was für ein Geld hinter manche von diesen Leuten steckt, das habe ich, außer im Pop-Bereich, habe ich das noch nie gesehen, dass ein Künstler einen Song rausbringt, also eine Single, und zu dieser Single gibt es drei verschiedene Videos. Zum gleichen Song. Da steht da einmal da in irgendeinem, ne, hat da irgendeinen komischen Background und tanzt dann rum und dann gibt es da noch ein Video mit Handlung und so. Die haben wirklich so viel Geld, dass die mehrere verschiedene Videos für einen Song drehen. Das ist völlig geisteskrank. Und auf der anderen Seite verhungern denen die Blagen auf der Straße, weißt du? Ja. Früher hast du ein Album gehabt und dann gab es mal ein Musikvideo zu einem Song und die anderen hast du halt einfach nur anhören müssen. Ja, genau. Ohne was zu sehen. So, Metallica, ne? Das erste Video, One of the Justice for All. Die anderen vier Alben vorher, oder waren es drei? Drei. Gab es nicht mal ein Video, ne? Und waren schon irgendwie riesig zu dem Zeitpunkt, ne? Also, mein anderer Zeitgeist, aber trotzdem, erst mit dem Black-Album kamen mal drei Videos oder so. Die wollten nicht. Die haben wirklich gesagt, nö, wir machen keine Musikvideos. Bis sie dann irgendwann bei One. Haben One sie war das erste Mal, ne? Genau. Und das war ja aber schon, da haben sie ja auch dieses Ganze in dem Video, der Gedankengang dieses Soldaten da drin gehabt und so. Ne? Also es war ja dann trotzdem ein spezielles Video, war nicht nur die reine Mucke. Das war das, ja schon. Das war tatsächlich Ausschnitte aus Johnny zieht in den Krieg. Echt? Okay. Kannst du dir den nicht angucken, den Film, ne? Kriegst du so schlechte Laune von. Also du merkst das ja bei dem Video schon, dass das wirklich eine intensive Nummer ist. So. Aber bei dem Film, so ich guck mal 20 Minuten, habe ich gesagt, nee, komm. Ich gucke jetzt irgendwie die Teletubbies oder so, aber das nicht. Also, kriegst du Depressionen von, ja, das muss nicht sein. Ja. Nee, also ich hätte noch eine Frage, damit wir mal für eine Minute noch mal so tun, als ob das ein Interview wäre. und zwar, die muss ich immer stellen, immer. Wenn du dir aussuchen könntest, mit welchem Künstler, mit welcher Band du auf Tour gehen könntest? Wer wäre das? Bei mir ist das immer eine aktuelle Einstellung. Ich habe gleich eine Antwort, eine direkte. Kann aber sein, dass es in einem Jahr eine andere ist. Ne? Also aktuell wäre es für mich Avenged Sevenfold. Habe ich live gesehen, fand ich toll. Ja, habe ich auch. Ich habe die vorher nur vom Hörensagen gekannt und habe die in Frankfurt vor, weiß nicht, zwei, drei Jahren, wo Disturbed mit denen unterwegs war, weil durch den früheren Job war ich mit Disturbed, mit dem Gitarrist, wirklich oft unterwegs. Und immer, wenn die mal wieder nach Deutschland kommen, sagte, ah ja, wollen wir uns nicht mal irgendwie, ne, da wieder sehen und so. Also ganz nett. Und dann bin ich dahin wegen Disturbed und habe gesehen, ach, die sind ja eigentlich nur Supporting Act, wie auch immer, obwohl die auch groß sind. Ne? Mhm. Und dann kam Avenged Sevenfold. Und die kannte ich so vom Namen, habe den ihrer Mucke nie gehört. Und die haben mich völlig weggeblasen live. Und da habe ich mir alles reingezogen, wie so ein Teenager. Von denen und war völlig fasziniert. Also hat mich richtig, die Musik hat mich richtig getroffen. So habe ich gedacht, warum ist mir das früher nie aufgefallen? So und habe dann auch gelesen, dass die in den halt USA wieder riesig sind. Größte Metal Band, Rolling Stone Magazine und bla bla bla. Ich dachte, krass, die sind völlig unter meinem Radar geblieben. Und fand auch live cool, was sie gemacht haben. Irgendwie so war und jeder war so individuell. So hat mir erschienen, der Sänger hat mir einen Eindruck gehabt, so der Axl Rose Typ mit dem
mit der Mütze auf. Der Gitarrist eher so der Emo-Typ, ne, mit den geschminkten Augen. Der Bassist halt eher so der Iro. Also die haben gar nicht so ein einheitliches Bild gehabt. Das sah das mir so aus. Also jeder, der das macht, was er Bock hat, und die haben es halt zusammengefunden, machen irgendwie ganz krasse Mucke. Und das fand ich irgendwie cool, auch dieses Auftreten. Weißt du, nicht alle so die Emos oder alle die Glamrocker, sondern jeder hat halt irgendwie so seine Individualität gehabt. Und die Musik fand ich halt auch geil. Auch so ein bisschen Gitarrenmucke halt für Gitarristen, krasse Solos und so. Ne, na, gedacht, das wäre mal was. Aber dafür müsste ich auch einiges üben, müsste ich sagen. Die könnte ich jetzt nicht. So, es gibt ja Bands, wo du irgendwie als Musiker sagst, ah, da könntest du jetzt mitgehen, so, könntest mitmachen. Und bei denen muss ich sagen, oh, da ist schon krass was los, so, was auf der Gitarre passiert. Oder generell auch. Ja, da muss ich tatsächlich mal wieder reinhören. Ich finde, der Sänger hat eine recht ungewöhnliche Stimme. Das finde ich ja immer ganz gut, wenn so eine Band irgendwie so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal hat. Die erinnern mich teilweise aber tatsächlich auch ein bisschen an Metallica vom Sound her. Ja, zwischendrin immer wieder. Und dann haben sie aber auch mal so für mich als alter Prog-Rocker so ein paar Dream Theater-Dinger drin, halt ohne Keyboard, allein vom Drummer her. Da hat ja auch mal, heute dann gelesen, dann Mike Portnoy ein ganzes Ding eingespielt, ein ganzes Album eingespielt, wo er bei Dream Theater weg ist, hat er mit denen mal auch Rock in Rio und was weiß ich was gespielt. Und ich dachte, hey, der Sound einfach, also dieser Mix. Aber die haben oft so auch Metallica-Riffs vom Riffing her, finde ich so. Und dann von dem, was das letzte Album, dieses, der Opener, The Stage heißt der, dieses Musikvideo dazu, so Augsburger Puppenkiste mäßig, wo dann wirklich so von Anfang der Menschheit bis jetzt, bis es sich mit dem Krieg die Köpfe einhauen. Es geht immer nur, wie die Menschen sich gegenseitig fertig machen, dieses Sozialkritische noch da drin. Und dieses Video dazu halt, alle gehen irgendwie ins Theater rein und lachen noch drüber und klatschen Beifall, wie sie sich alle fertig machen. Und alles so, aber mit Puppen gemacht, fand ich irgendwie geil. Es hat einfach das ganze Paket, fand ich irgendwie geil. Und da bin ich irgendwie ein bisschen auch dran hängen geblieben. Man hat ja so seine Pfeffs alles, und das ist definitiv eine lange Antwort für eine einfache Frage. Ne? Aber man begründet sich ja heutzutage auch immer gern, warum man das so sieht. Aber ja, Avenged Sevenfold wäre auf jeden Fall so das Ding für mich gerade. Ja. Das ist eine Antwort, ist eine Antwort. Und die Länge ist ehrlich gesagt völlig Latte. Gut, dann mache ich hier einen Cut. Bedanke mich auf jeden Fall herzlich dafür, dass du dir Zeit genommen hast für mich und die Schwermetallisch Show. Und ja, wir bleiben in Kontakt und ich gucke mir mal an, was du da so alles fabrizierst. Wie gesagt, du bist jetzt hier in meiner Spotify-Liste drin. Super, tausend Dank. Tausend Dank, dass du mich eingeladen hast. War sehr cool, hat mir viel Spaß gemacht und freue mich, dass du mich in deine Playlist damit aufgenommen hast. Super. Sehr gerne. Alles klar, dann wünsche ich dir noch einen schönen Montag. In dem Sinne, wir können uns jetzt einfach wieder hinlegen. Okay, ja. Dir auch, ne? Bis dahin. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.